Ja, für mich ist etwas Selbstverständliches der Glaube. Also das heißt, also ich habe nie irgendwo mal eine Frage gestellt, gibt es eine Phase ohne Glauben und dann wieder eine mit, sondern das ist der gelebte Alltag. Das heißt also, es prägt auch mein Handeln, mein Umgang mit Menschen, meine Entscheidung, dass ich mich immer wieder daran erinnere, was sagt mir an und für sich auch, ich sage jetzt mal, der Glaube, welche Werte er mir an und für sich auch aufgetragen hat, die es zu leben gilt. Und das ist für mich im Prinzip die Handlungsmaxime. Von daher gibt es nicht irgendwo die Momente, wo man nur im Prinzip dem Glauben sich zuwendet, sondern das ist gelebter Alltag. Naja, es gibt ja de facto keine christliche Politik, sondern eine Politik, die man also mit dem Wissen von christlichen Werten auch macht. Das heißt da so, ich bin natürlich Ministerpräsident aller Sachsen und hier gibt es 75% der Menschen, die nicht gläubig sind, die nicht den beiden Konfessionen, ob der evangelischen oder katholischen Kirche, angehören. Aber trotzdem, meine ich, respektieren sie, dass sie einen Ministerpräsidenten haben, der sich A, zu seinem katholischen Glauben bekennt, aber von dem sie auch erwarten, dass er danach dann auch handelt. Das heißt also für ihn auch Nächstenliebe, Mitmenschlichkeit und auch der Respekt vor dem anderen eben zum Täglichen auch gehört. Und das ist aber auch für mich selbstverständlich. Der jetzige Erzbischof von Berlin, der vormalige Bischof unseres Bistums Dresden-Meißen, hat gesagt, jeder Mensch glaubt. Und in der Tat ist es schon bedenklich, wenn manche daran glauben, dass Wachstum im Prinzip alles ist oder dass materielle Werte alles sind. Ich glaube, dass es gerade auch uns und die Christen ausmacht, dass es bestimmte Grundwerte gibt, an denen wir uns orientieren, die für unser Leben bestimmt sind, die das Leben in der Gemeinschaft stark machen, die aber letztendlich auch das Miteinander überhaupt ermöglichen. Und ich glaube, dass man, wenn man es etwas tollkühn ausdrücken wollte, könnte man sagen, wenn sich alle Menschen daran halten würden, dann hätten die 10 Gebote ausgereicht und wir bräuchten heute weder Gesetze noch Vorschriften noch Verfassungen, sondern wir würden danach leben können. Und das ist, glaube ich, das, was schon deutlich macht, dass Glaube und Gesellschaft miteinander in einem engen Zusammenhang stehen und eigentlich Glaube auch zur Gesellschaft gehört.